Aufräumarbeiten am gestrigen Montag. Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Rheinhausen am Wochenende werden hier die Flächen gereinigt. Beauftragt hatte die Stadt Duisburg dafür eine Fachfirma. Grund ist, dass gefährlicher Asbeststaub sich über Teile von Duisburg gelegt hatte. Wie hoch der Schaden ist, will bisher noch niemand beziffern. Klar dürfte sein, dass dieser immens wird. Denn neben dem Lagerhallengelände sind auch angrenzende öffentliche Flächen sowie Privatgrundstücke betroffen. Um Anwohner über mögliche Gefahren, aber auch das Vorgehen bei der Kontaktaufnahme mit der Versicherung zu informieren, stellte die Stadt bereits am Sonntag einen Infocontainer an der Asterlager Straße bereit. Entscheidend sei nun, dass sich Anwohner melden, die ihre Grundstücke gereinigt haben wollten. Von allein könne die Stadt nichts ausrichten. Grund zur Sorge um die Gesundheit gäbe es jedoch nicht, versicherte uns der Leiter des Umweltamtes gestern. Uns spielt das Wetter im Moment in die Karten. Dadurch, dass wir so eine feuchte Wetterlage haben, ist die Gefahr, dass die einzelnen Asbestfasern aufgewirbelt werden und entsprechend dann lungengängig halt auch durch die Luft wirbeln, so gut wie gar nicht vorhanden. Das wäre ganz anders, wenn wir wirklich eine trockene Witterung hätten. Dadurch, dass alles nass ist, können wir so gut wie ausschließen, dass eine gesundheitliche Gefährdung im Moment vorliegt. Wir geben aber schon die deutliche Empfehlung aus, Leute, die durch Bereiche gegangen sind, die womöglich noch nicht gereinigt wurden, sollen ihre Schuhe gründlich sauber machen, bevor sie ins Haus mit reinnehmen. Wie lange die Aufräumarbeiten in Rheinhausen tatsächlich noch andauern werden, darüber berieten heute Experten der Stadt Duisburg. Derzeit sei das Umweltamt gemeinsam mit dem LANO vor Ort, um die betroffenen Bereiche einzugrenzen. Die Kosten für die Beseitigung der Asbestrückstände will nun erst einmal die Stadt Duisburg übernehmen. Wir werden jetzt unbürokratisch und schnell eine Fachfirma mit der Entsorgung beauftragen und auch die Abrechnung für die Privatpersonen übernehmen wir mit der Versicherung. Hier muss sich niemand mit Versicherung rumärgern, das machen wir. Wichtig ist, dass die Menschen vor Ort mitwirken, dass sie die Angebote, die Beratungsangebote in dem Container vor Ort nutzen. Das ist unser Angebot an die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Betroffene Grundstückseigentümer sind nun angehalten, sich am Container der Feuerwehr zu melden, ihre bestehende Gebäudeversicherung und Versicherungsnummer mitzuteilen und eine Abtretungserklärung abzugeben. Diese soll die Stadt in die Lage versetzen, die Gelder vom Verursacher zurückzuerhalten. Entsprechende Formulare liegen in den Containern aus und können ab morgen 8 Uhr abgegeben werden. Dann sollen auch bereits erneute Reinigungsmaßnahmen starten. Wie das Feuer in der Nacht zu Samstag entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen noch weiter an.